Hallo ihr Lieben, ich habe mal wieder in meinen alten Unterlagen für Ideen rumgekramt und bin auf eine Idee gekommen, die ich mal umsetzen möchte. Ich wollte schon immer mal objektive Moral und subjektive Moral vergleichen. Wenn ihr euch fragt, was das ist, objektive Moral und subjektive Moral sind verschiedene Ideen zum Thema Moral. Top Einleitung. Also, ich erkläre ihm die beiden Ideen und gebe dann so ein bisschen meinen Senf dazu. Die objektive Moral geht davon aus, dass es eine objektive Quelle für die Moral gibt, die für die komplette Menschheit gilt. Als Quelle dieser Moral wird meist eine Person oder etwas Ähnliches genommen, die als moralisch sehr hoch angesehen wird. Beispielsweise die moralische Quelle der Christen wäre die Bibel und die ist von Gott und darum ist die gut. Und dasselbe gilt dann bei den Buddhisten, die sich auf die Schriften Buddhas berufen und Buddha war toll und darum ist deren Schrift auch gut. Die Idee der subjektiven Moral ist im Grunde das genaue Gegenteil. Subjektive Moral geht davon aus, dass der moralische Zustand, also das Richtig oder das Falsch, einer bestimmten Aktion oder Tat von mehreren Faktoren abhängig ist, wie zum Beispiel dem Wissen des Betrachters oder des Täters, der Ideologie, der Erziehung, der Religion, ob der Täter irgendwelche geistigen Störungen hatte und so weiter. Und weil man davon ausgeht, dass richtig und falsch von Person zu Person variieren kann, gibt es im Grunde keine objektive Moral. Ich möchte auch bei subjektiver Moral noch eben ein Beispiel geben. Aus der Sicht eines Österreichers um 1920 ist es unmoralisch, den kleinen Kunststudenten Adolf zu erschießen. Aus der Sicht eines Zeitreisenden, der von 2000 zurückgereist ist, ist es aber vollkommen moralisch, Hitler zu erschießen, weil sich dadurch der Holocaust verhindern lässt. Das heißt, durch das Wissen, dass dieser kleine Kunststudent, oder möchte gern Kunststudent, in der Zukunft der so viel extremes Leid über die Welt bringen wird, ist es wiederum moralisch, ihn zu töten. Zumindest aus subjektiver Sicht einiger Personen. Da gibt es garantiert viele Leute, die mir widersprechen werden, aber das wäre jetzt mal nur ein Beispiel zur subjektiven Moral. Jetzt komme ich mal mit meinem Senf dazu. Ich weiß, dafür werde ich jetzt wahrscheinlich von ein paar Seiten ein bisschen angeschnauzt werden, aber ich vertrete den Standpunkt der subjektiven Moral. Ich glaube, es gibt keine objektive Moral. Man kann nicht sagen, ja, wir in der ersten Welt mit unserem Essen und unserem Trinken und Strom und Internet und drei Mahlzeiten am Tag und Warmhäusern. Wir können die Moral für alle anderen bestimmen. Und womit wollte ich damit? Ach ja, ein Beispiel. Ihr merkt, ich bin jetzt zu voll zum Schneiden bei der Idee. Hauptsächlich, weil ich das Ding auf dem Laptop aufnehme. Also, worauf ich hinaus möchte. Von Situation zu Situation ändert sich der moralische Standpunkt. Das heißt, für jemanden in Deutschland mit einer schönen warmen Wohnung, täglich Essen und Wasser, ist es absolut unmoralisch, jemanden für zum Beispiel ein gebratenes Hähnchen zu töten. Wenn man allerdings irgendwo in der dritten Welt gerade am Verhungern ist, ist es, um seine Familie zu ernähren, es wäre vollkommen moralisch, diesen jemanden auf die Schnauze zu hauen und sein Hähnchen zu klauen, wenn man damit sich und seine Familie ernähren kann. Und selbst diejenigen, die objektive Moral predigen, wie zum Beispiel die Christen, was ihre objektive Superquelle angeht, subjektiv. Sie selektieren raus, was sie jetzt machen und was sie nicht machen. Da sieht man zum Beispiel darin, dass Christen auf der ganzen Welt gerne sagen, ja, Jesus ist die Liebe und es heißt ja auch Liebe deinen Nächsten. Aber wenn es dann zu solchen Sachen kommt, wie so ein bisschen weiter vorne in der Bibel mit dem, ja, du sollst Kinder tothauen,
die ihren Eltern widersprechen, hat Jesus übrigens, glaube ich, auch noch gesagt. Du sollst Leute töten, die am Sabbat arbeiten, und du sollst Leute töten, die dies machen, und Hexen und Homosexuelle und Leute, die masturbieren und dies und das und jenes. Und die sagen dann, ja, das ist veraltet, das ist jüdischer Volksglaube, das zählt nicht mehr. Das heißt, selbst diejenigen, die sich eine, in Anführungsstrichen, objektive Quelle suchen für die Moral, gehen eigentlich davon aus, dass sie dann sagen, ja, die Quelle ist objektiv, weil der Autor, so Jesus, Gott, Buddha, ist total gut, aber so ein paar Sachen brauche ich nicht machen, weil die veraltet sind. Das heißt, um es abzuschließen, von meiner Warte aus, es gibt keine objektive Moral, weil immer irgendwo selektiert wird. Ja, das wäre es dann soweit mit der Idee. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wenn ihr interessante Beiträge zu dem Thema habt, schreibt einen Kommentar. Man sieht sich und ciao.